Ja, guten Abend. Am heutigen Abend darf ich mit Ihnen gemeinsam Herrn Dr. Franz Vranitzky begrüßen, Bundeskanzler außer Dienst, aber nach wie vor sehr aktiv. Und es freut mich persönlich besonders, dass er sich heute Zeit genommen hat, weil ich weiß, er ist nach wie vor viel beschäftigt. Ich darf mit Ihnen Herrn Dr. Franz Vranitzky begrüßen und an Frau Barbara Rett übergeben, die den Abend in bewährter Manie moderieren wird. Danke. Herzlich willkommen, Franz Vranitzky, bei uns bei Siemens Academy of Life. Schönen guten Abend. Danke. Obwohl heuer ein runder Geburtstag ansteht, sieht man Ihnen den kaum an. Sie sind unglaublich unverändert, wenn man die Kontinuität auch sieht. Ich bin sicher, Sie werden auf der Straße angesprochen. Was sagen die Leute dann? Muss ich das wirklich jetzt sagen? Ja. Ja, weil die sind alle so freundlich und ja, das klappt dann vielleicht. Den Verdacht, die sagen, Herr. Ich bin gestern in der Taborstraße gegangen und da ist ein Herr mir entgegengekommen und ist vor mir stehen geblieben und hat gesagt, also sowas sieht man selten. Das habe ich nicht genau gewusst, was meint er? Ich habe auf alle Fälle guten Tag gesagt. Und die Leute sagen Ihnen, ma, hätten wir, warum sind sie gegangen? Und ja, man muss bedenken, ich bin im 16. Jahr des Weggegangenseins. Ja. Jänner 1997. Und die jüngere Generation, die kennt mich nicht mehr. Genauso wie viele Leute in Jugendversammlungen sagen, der Kreisky, die wissen, die können nichts mehr damit verbinden. Und viele mit mir auch nicht mehr. Sozusagen die mittelalterliche und alte Generation, ja, die kommen und sagen, na hören Sie eigentlich, wollen Sie nicht wieder antreten? Oder war schon eine gute Zeit, schade drum, ja, so irgendwie in der Gegend. Wenn ich mir die größten von den meisten Journalisten, Kommentatoren, Freunden, Feinden genannten Punkte ihrer Tätigkeit, die Highlights anschaue, wird übereinstimmend Österreichs EU-Beitritt 1995 genannt, an allererster Stelle. An zweiter Stelle die sogenannte Privatisierung der Verstaatlichten, die eigentlich mehr eine Restrukturierung, eine Neustrukturierung war. Dann, dass die Sparprogramme, die Sie damals mit der Regierung für Österreich gemacht haben, das wurde international anerkannt, sozial gerecht auf die Bevölkerung verteilt werden, das Budgetdefizit verringert haben, Inflation konstant gering gehalten haben. Das erste Mal in der österreichischen Geschichte gab es mehr als 3 Millionen Menschen mit Beschäftigung. Ich persönlich werde Ihnen immer hoch anrechnen, Ihre Erklärung vor dem Nationalrat 1991, im Juli 1991, wo Sie die Mitverantwortung Österreichs an den Verbrechen der NS-Zeit erstmals offen eingestanden haben. Ich glaube, das war ein Meilenstein. Sie haben außenpolitisch hohes Ansehen, das wird allgemein auch festgestellt. Was war denn für Sie der größte Erfolg Ihrer politischen Karriere? Das Wichtigste war mir neben diesen Punkten oder über diesen Punkten der gesellschaftliche Ausgleich. Wir haben in meiner Regierungszeit haben wir sehr, sehr wenige wirklich kolossale, brutale Auseinandersetzungen gehabt. Warum? Weil ich mich immer hingestellt habe und gesagt, es gibt Schwierigkeiten, man muss darüber verhandeln, aber wir hören nicht auf zu verhandeln, sondern wir stehen erst vom Tisch auf, bis wir eine Lösung haben. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was ich mir selber sozusagen in mein eigenes Stammbuch schreiben würde. Und das hat letztlich auch funktioniert. Ich habe eine große Koalition zu leiten gehabt und auf der anderen Seite, auf der Seite der Volkspartei, waren 4 Parteiobmänner, ja. Und ich war immer nur dasselbe. Also das waren die Herren Mockriegler, Bussek und Schüssel. Und in der eigenen Partei, in den Parteivorständen, wo 70, 80 Leute beisammen sind, die haben oft gesagt, streitet nicht,
mit der ÖVP in der Öffentlichkeit, das schadet uns, aber lasst euch ja nichts gefallen. Und das zeigt genau auf den Weg, den man gehen muss, wenn man mit Politikern, die andere Einstellungen haben, eine gemeinsame Bundesregierung bildet und bilden muss. Und das hat sich in vielen, vielen Fällen eben dann bewährt. Manchmal hat es besser funktioniert, manchmal weniger. Harmonie hat keine Konjunktur. Es ist dieser Satz, wer Visionen hat, braucht einen Arzt, der angeblich ja gar nicht von Ihnen ist, aber Ihnen immer noch zugeschrieben wird. Wie ist es zu diesem Satz gekommen? Im Mai 1988 wurde ich zum Bundesparteivorsitzenden der SPÖ gewählt. Und über dieses Ereignis erschien in der Zeitschrift Profil ein Artikel, geschrieben von Hubertus Giannini und Christoph Cotanco. Ich rede jetzt nur über Cotanco, weil der Giannini ist leider nicht mehr am Leben. Und da haben die heute das Parteitagsgeschehen beschrieben. Und im Schlussabsatz steht Folgendes. Ein Parteitagsteilnehmer sagte, Doppelpunkt, Anführungszeichen, der Franitzky ist einer, von dem der Satz stammen könnte, wer Visionen hat, braucht einen Arzt. Anführungszeichen oben, Punkt. Also ich habe diesen Satz nie gesagt. Wieso ist er Ihnen trotzdem angeheftet? Was an Ihnen hat diesen Satz sozusagen an Sie gebunden? Er ist wienerisch gesagt an mir picken geblieben, genau. Der Satz. Aber vielleicht ist er auch deshalb picken geblieben, weil die Leute von mir keine Visionen erwartet haben. Ist durchaus möglich. Und ich habe mich dann sehr geärgert und habe gesagt, der Finanzminister Lazziner, der muss immer die Visionen der anderen bezahlen. Wären Sie gerne als jemand in die Geschichte eingegangen, der Visionen hat? Ich brauche mich da nicht in den Vordergrund zu stellen, weil ich von mir selber sage und weiß, dass ich nicht visionslos bin. Mhm. Ja? Aber um das Ganze auf die Spitze zu treiben, ein paar Jahre später stand in der Tageszeitung Die Presse, was fällt dem Franitzky ein, diesen Satz für sich zu reklamieren, was ich nie getan habe, der Satz ist vom Helmut Schmidt. Ja, das ist ein Plagiat. So, ich habe dann nach einer gewissen Zeit nichts mehr unternommen, diesen Satz loszuwerden, weil es war aussichtslos. Ja. Ich habe mich aber sehr amüsiert an Episoden, wo in Gesellschaft oder anderen Gelegenheiten, wo mehrere Leute zusammenkommen sind, wenn ich dabei war, hat niemand sich das Wort Visionen zu sagen getraut. Ja, klar. Und da habe ich dann nach einer Zeit den Spieß umgedreht und habe gesagt, Hans, haben Sie eigentlich eine Vision? Zweimal in Ihrer politischen Karriere hat sie so ein bisschen was gestreift und jedes Mal habe ich mir gedacht, nein, wenn es den Franitzky auch noch erwischt, dann glaube ich überhaupt an nichts mehr. Das eine Mal waren die Freiflüge, die WestLB gezahlt hat, die Westdeutsche Landesbank. Da sind sie einige Male geflogen auf Kosten dieser Landesbank. Das zweite Mal war, wie Flöttl im Zuge des Babak-Prozesses gesagt hat, also Elsner hätte gesagt, sie hätten bezahlt werden müssen und sie haben dann gesagt, da haben sie einen Konsulentenvertrag gehabt. Ich glaube, die WestLB-Sachen sind verjährt, soweit ich weiß. Verjähren kann ja nur ein Delikt. Da ging es um Geschenkannahme. Da ging es um Geschenkannahme, das war aber der Verdacht. Nein, das ist ganz einfach. Der Vorstandsvorsitzende der WestLB war Aufsichtsratsmitglied der Österreichischen Kontrollbank. Genau. Okay? Und der ist angereist mit einem Flugzeug der Westdeutschen Landesbank. Und in der Vor-EU-Zeit hat die Westdeutsche Landesbank Veranstaltungen unternommen im Bundesland Nordrhein-Westfalen über die österreichischen Vorbereitungen zur Mitgliedschaft, EU-Mitgliedschaft. Und das war sehr wichtig für uns und auch nicht unwichtig für die Nordrhein-Westfäler oder Westfalen, weil das größte deutsche Bundesland und sehr, sehr intensive Wirtschaftsbeziehungen. Das heißt, die wollten eigentlich, dass wir bald dabei sind
und B, wie die Vorbereitungen stehen. Da bin ich 3-4 Mal zu Vorträgen eingeladen gewesen, zu so Veranstaltungen eingeladen gewesen. Und das wurde immer, so koordiniert, dass immer, wenn der Vorstandsvorsitzende nach Österreich kam, haben wir diese Veranstaltung gesagt, fliegen Sie doch mit mir. Das war so ein Team, wir sind da hingeflogen. Also, dass die Kosten dafür die Bank übernommen hat, ist A, selbstverständlich gewesen und sehe ich überhaupt nicht als irgendein Vergehen. Hätte ich von der Auer sagen soll, bitteschön, was kostet der Flug nach Düsseldorf, damit ich es in der WestLB einzahlen kann? Es war damals große Aufregung, es ging um mehrere Flüge, es gab da auch noch andere Schleifen rund um das herum. Meine Frage an Sie ist ja nicht, aus der Logik von damals ist das ganz klar. Sie haben in der Logik von damals natürlich auch sich gedacht, das ist auch günstiger für die Republik Österreich. Aus der Logik von heute würde ich mir vorstellen, dass man das nicht mehr machen würde. Sehen Sie das auch so? Wahrscheinlich sollte man das aus der einigermaßen stark bewegten öffentlichen Diskussion da sehr zurückhaltend sein. Da gebe ich Ihnen schon recht. Ja, aber das ist so cura posterior, was mich betrifft. Aber den Diplomatenpass wollen Sie nicht gerne hergeben, haben Sie gesagt. Ich habe keinen Diplomatenpass. Dann war das Interview gefälscht, das ich gelesen habe. Nein, ich habe keinen mehr. Weil das Interview, das ich noch hier habe, da sagen Sie, ich möchte gerne meinen Diplomatenpass behalten, weil dann weiß man wenigstens im Hotel, wer ich einmal war. Ja, ich habe... Ich habe nichts gegen menschliche Schwächen. Warum dürfen Sie nicht auch eine kleine menschliche Schwäche? Ich möchte Sie jetzt mit einer menschlichen Stärke konfrontieren. Ich habe, seit ich in der Bundesregierung tätig bin, immer einen Diplomatenpass gehabt. Und es gibt kein Gesetz und keine Regelung, dass dieser Diplomatenpass nach Beendigung der Regierungszeit erlischt. Im Gegenteil, der wird sogar nicht auf Antrag, sondern durch Initiative des Außenministeriums, wenn er abgelaufen ist, verlängert. Ich habe als langjähriger Bundeskanzler das als eine gewisse Anerkennung empfunden, mit meinem Diplomatenpass aus der Aktivzeit weiter reisen zu können. Habe daher auch die längste Zeit gar keinen sozusagen normalen Reisepass gehabt, bin immer mit dem Dienstpass gereist. Dann ist aufgekommen, dass einige der Leute, gegen die jetzt Ermittlungen durchgeführt werden, Diplomatenpässe haben und dann hat sich die politische Klasse entschieden, die Inhaber von Diplomatenpässen zu rügen. Und ich habe dann zu mir selber gesagt, erstens aus dem Interview, hat eigentlich Sinn und Zweck. Zweitens aber, ich lasse mich sicherlich nicht in einen Brei einrühren mit Grasser und Co. Und habe drittens ein Kuvert genommen und habe den Reisepass da hineingesteckt und habe an den Herrn Vizekanzler einen Brief geschrieben, in dem steht, sehr geehrter Herr Vizekanzler, da mir daran gelegen ist, einen Beitrag zu einem existenziellen Problem unserer Republik zu leisten, schicke ich das Reisedokument zurück. Ja. Und dann bin ich in die Gatterburggasse gegangen, das ist mein magistratisches Bezirksamt, nein, nicht dann, vorher, weil ohne Pass kann man nicht sein, und haben wir einen Pass gelöst und den habe ich jetzt. Mit einem schrecklichen Foto. Ja, weil man darf ja nicht einmal mehr lächeln, man darf ja nicht einmal mehr schmunzeln. Was würden Sie sagen, haben Sie aus Ihrem Leben gelernt? Zurückhaltung bei vorschnellen, unüberlegten Antworten auf Dinge, die man nicht gut genug kennt. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Gerne. Sie waren kein ganz leichter Gesprächspartner für mich, aber es war wunderschön und auch dieses bisschen Reiben habe ich sehr geschätzt, weil auch das
ist menschliche Qualität und auch das ist Kommunikationsqualität. Ich bedanke mich, dass Sie uns... Ja, wenn Sie einen leichteren Gesprächspartner hätten haben wollen, hätte ich auf den Opernball gehen sollen. Nein. So habe ich das nicht gemeint. Ich wollte mich im Gegenteil bei Ihnen bedanken, dass Sie uns ein Stückchen in Ihre wirklich ganz innere geistige Werkstätte hineinschauen haben lassen. So ein bisschen einen Einblick hinter die Kulissen und hinter die natürliche Autorität, Franitzky, die wir kennen und schätzen. Herzlichen Dank. Danke. Ich glaube, das danke sehr.